Also er behauptet, dass ich Ärger hatte in Hamburg und mir Schutz gesucht habe bei ihm in Duisburg. Fucking Reinhausen. Ein türkischstämmiger Rockerboss, der mit seinen Schergen MC Brotherhood zu einem holländischen Motorradclub gewechselt ist, weil er sonst den Kampf gegen Hells Angels in Duisburg nicht gewonnen hätte. Und der behauptet, ein Jan Sander, Miami Johnny, der alleine in Hamburg gegen eine Übermacht gestanden ist, kommt nach Duisburg, fucking Reinhausen, und lässt sich von einem 1,63 Meter kleinen Rockerboss, den niemand kennt, in Duisburg fucking Reinhausen beschützen. Gut. Dieses Dominanzverhalten kenne ich. Das ist für mich überhaupt nichts Neues. Das haben andere vor ihm auch schon gemacht. Ich muss leider Gottes sagen, das ist dieses typische türkische Migrantengetue. Ja, der ist zu mir gekommen, weil ich ihn schützen sollte. Er ist zu mir gekommen, weil er Ärger mit dem und dem hatte und ich habe jetzt die schützende Hand über ihn gehalten. Ja, das ist, dass es so Leute gibt, die sowas tun, ist klar. Die schließen sich, besonders in der Rapper-Szene sieht man das momentan, seit Bushido, die schließen sich ganz gerne immer irgendwelchen Clans an oder irgendwelchen Gruppierungen, um da dann irgendwie so ein bisschen gepusht zu werden, um den nötigen Respekt zu kriegen oder gefördert zu werden oder wie auch immer, was weiß ich, was da die genauen Hintergründe immer sind. Fakt ist, ich bin damals, sagt ja Ali auch richtig, zu meiner Familie nach NRW gekommen, von Hamburg aus, weil Hamburg für mich eine tote Stadt war. Ich habe 10 Jahre lang in Hamburg gezinkt, ermittelt, geschnüffelt oder sonst was gemacht, was man mir danach sagt. Ich muss dazu sagen, und ich sage es nochmal, ich war nie ein V-Mann in Hamburg. Ne? Ich hatte ganz andere Gründe, warum ich in Hamburg war. Und natürlich hatte ich da oben meine Behördenkontakte und auch alles gut, aber ich habe da nie irgendwie als V-Mann gearbeitet oder sonstiges. Wie gesagt, über meine Tätigkeit in Hamburg, über die wahre Tätigkeit, da werden wir nie etwas erfahren. Und da sollten sich auch einige Leute nicht so wichtig nehmen. Ja, das ist, das war alles nur immer so Beifang, nenne ich ihn. Ja? Und ich habe mir da meinen Spaß rausgemacht. Ich habe mir da auch teilweise auch lustige Sachen gehabt in Holland und in Hamburg und alles war gut. Aber diese wahren Hintergründe, die lassen wir mal da, wo sie hingehören, nämlich ins in Safe. Ja? Und wie gesagt, ich bin nicht aus Hamburg weg, weil ich da Stress hatte oder sonstiges, sondern Hamburg war für mich einfach totes Land. Ja? Da gab es für mich nichts mehr zu holen. Außerdem habe ich es nötig gehabt, mich mal wirklich auszuruhen, mal wirklich runterzukommen und mich mal wirklich wieder zu erholen. Und das tut man am besten da, wo man sich wohlfühlt, bei der eigenen Familie. Und da ich 2011 wieder genesen war, habe ich mich dann bei einem Telefonat wieder für den Einsatz gemeldet. Und das sollte dann im Gremium MC sein. Und auch da wurde von dem damaligen Präsidenten Selim behauptet, im Nachgang, als ich das Chapter verlassen habe, beziehungsweise als das Chapter zerschlagen wurde, hat er natürlich dann auch behauptet, ich hätte mich bei ihm gemeldet, damit ich geschützt werde. Genau, von einem Nobody-Türken aus Dienstlaken Marxloh, beziehungsweise Dienstlaken Lohberg. Leute, ihr seid sowas von peinlich in meinen Augen, wirklich, dass ihr der YouTube-Gemeinschaft wirklich der Meinung seid, so ein Unfug, so ein Mist
mitzuteilen, dass ihr wirklich der Meinung seid, dass man euch so einen Mist glaubt. Jeder normale, halbwegs intelligente Mensch auf dieser Erde, der auch ein bisschen Lebenserfahrung hat und auch ein bisschen Einblick in diese Szene hat und vielleicht sogar mich kennt oder Männer wie mich kennt, weiß, dass das einfach nur ein absoluter Scheiß ist, um euch zu profilieren. Ihr macht so richtig auf dicke Hose, um diesen ganzen kleinen Codenaschern, Fanboys oder sonst was mal so richtig zu zeigen, was ihr für geile Typen seid. So, aber machen wir weiter. Angehörigen leben in Ratingen halt. Genau, leben in Ratingen. Stimmt. Und die haben dann wohl aus Hamburg angerufen und in Düsseldorf gesagt, ey, hier, der Wichser ist da, kümmert euch mal. Und so. Genau, und die haben dann wohl aus Hamburg angerufen in Düsseldorf, ey, der Wichser ist da, kümmert mal euch um den. Ja, erstens mal, Ali Osman, Yildiray Kaymaz, bin ich für dich kein Wichser. Ne? So viel dazu. Und zweitens muss man ganz klar sagen, wird keiner aus Hamburg in Düsseldorf anrufen und sagen, hey, der Wichser ist da, kümmert euch mal um den. Das wirst du wahrscheinlich machen, ja, du bist wahrscheinlich so ein Typ, aber das hat in Hamburg keiner gemacht. Dann fing der Stress halt da in Düsseldorf an. Der konnte sich gar nicht frei bewegen. So. Dann hat er sich wohl den Gremium... Der Stress fing in Düsseldorf an, ich konnte mich da gar nicht frei bewegen. So, mein Bester, du weißt ja Bescheid. Soll ich dir sagen, wann der Stress anfing? Als ich mich dem Gremium MC Türkiye Bosporus West Chapter in Dinslaken-Loberg angeschlossen habe. Da fing für mich der Stress wieder mal mit dem Clan 81 und den Hells Angels an. So, das ist nämlich der Punkt. Und da müsst ihr euch grundsätzlich immer mal im Clan drüber sein, wenn ihr euch einem MC anschließt, und ein verfeinerter MC in der Nähe ist oder vielleicht sogar ihr bei den, sage ich jetzt mal, Bandidos seid oder beim Gremium seid oder beim Satudara MC seid und dann noch in Düsseldorf wohnt, wo eigentlich der Hells Angel MC sein Territorium hat, stellt euch darauf ein, dass ihr Stress habt. Es ist so. So, und ich habe meinen Stress aus Hamburg nicht mit nach Düsseldorf gebracht, sondern ich habe nur Stress bekommen in Düsseldorf, weil ich am Anfang beim Gremium dabei war, im Einsatz, was ja aber keiner wusste, und danach beim Satudara MC war. Und Ali Osman weiß das. Und er soll in diesem Interview nicht auf dicke Hose machen, ja, weil das macht ihn, ganz ehrlich, das macht ihn eigentlich so ein bisschen so von einem Sympathikus, macht ihn das eigentlich so zum, naja, wie soll ich sagen, nicht gerade zum Sympathisanten. Ja, und das finde ich schade, dass sich eigentlich so ein intelligenter Mann wieder mal so billigen Methoden bedient. Ja, ich finde, das hat er nicht nötig, eigentlich. Aber ist ja nur meine Meinung. Wir schauen mal weiter rein. Angeschlossen, da habe ich den ja kennengelernt. Okay. Die habe ich dann eingeladen auf eine Party und dann ging es darum, die wollten halt alle zu uns wechseln. Mhm. So, das war jetzt dieses komplette Paket. Okay. Zu uns heißt damals schon Satudara? Das war Satudara. Dann. Ja, so. Okay. Wollten die zu uns wechseln und dann hatten wir eine Eröffnung in Hochfeld, Plan B, da hatte ich die dann eingeladen. Mhm. So. Und er war dann da Prospekt, aber ich habe den dann da das erste Mal gesehen. Begrüßung, kennt sie alles so. Und dann nach dem Abend, zwei Tage später, stand er bei mir im Clubhaus in Rheinhausen. Okay. Aber ganz normal angezogen und so. Und dann hat er mir so seine Story erzählt. So, der war da bis dato, was er erzählt hat. So, bei 17 Minuten und 19 circa, so erzählt er jetzt, wie er mich kennengelernt hat. Leider Gottes muss ich da sagen, auch wieder Bullshit. Das ist auch wieder gelogen. Ich habe Ali Osman tatsächlich durch eine Party kennengelernt. Gremium MC und Satudara MC sind ja befreundet, machen auch zusammen Geschäfte. Und da hat man sich tatsächlich kennengelernt. Der Kontakt war aber eigentlich vom Selim, also dem damaligen Presi von Gremium MC Bosporus West.
und Satudara. Und der hatte damals geplant, zum Satudara MC zu wechseln, weil er sich da also auch besser aufgehoben und verstanden gefühlt hat. Unter anderem hatte er sich, glaube ich, da auch versprochen, dass da Geschäfte mit ihm gemacht werden. Und also einen finanziellen Vorteil hatte er sich da erhofft durch den Wechsel. Das fand ja dann im Nachgang nicht statt, weil Ali Osman also auch keinen Nebenbuhler und keine Konkurrenz haben wollte. Er hat aber gerne die Leute vom Gremium MC Bosporus West Chapter genommen. Da war ich dann mit dabei. Ich habe das damals bei meiner Führung vom LKA Nordrhein-Westfalen also auch dementsprechend dann auch angekündigt und habe gesagt, passt mal auf. Beim Gremium ist nicht wirklich was zu holen. Das sind also auch viele Flachpfeifen und viele Kinder da bei diesem Bosporus West Chapter. Und das ist, da braucht man keinen Einsatz für in der Größenordnung. Wie sieht es mit dem Satudara MC in Duisburg aus? Und das ist der Grund, warum ich damals darüber gewechselt bin, weil da gab es natürlich großes Interesse. Ali Osman hat damals schon zwei Ladenlokale von den Hells Angels in Duisburg-Rheinhausen in Hochfeld mit Handgranaten beworfen. Also da ging ein Lokal in die Luft, wo ein Wettbüro kommen sollte und ein geplantes Clubhaus. Deswegen soll er da jetzt vielleicht auch nicht so tun, als das macht er nämlich später in seinem Video, in diesem Interview mit Dennis Ceylan, dass er da als Unschuldslamm ist, ja, dass er ja nur ein kleiner Bauer ist. Und Fakt ist, er hat da richtig provoziert. Ja, und Fakt ist, er hat seinen Krieg mit den Hells Angels in Duisburg einfach mit zu Satudara gebracht. Ja, das ist so, wie es ist. Das hat er auch selber zugegeben, dass er eine Armee brauchte. Und letzten Endes hat er sich den Schutz bei Satudara geholt. Ja, und nicht andere Menschen, so wie ich, haben sich von ihm schützen lassen und haben sich bei ihm verkrochen, auf gut Deutsch gesagt. Weil, wie gesagt, wer ist er? Er ist ein absoluter Nobody. Da kann er sich noch 10-mal Ali Osman nennen, ja, nach einem Mafia-Boss aus Istanbul. Da ist er um Welten entfernt, ja. Aber wie gesagt, ich mag ihn trotz alledem, aber ich durchschaue natürlich auch so seine Methoden und habe dafür auch nichts über, muss ich ganz ehrlich sagen, weil damit macht er sich eigentlich nur klein und damit kann er letzten Endes auch nur so bei den kleinen Ratten da auf der Straße punkten, die finden das alles toll. Also sprich, Fanboys kann er beeindrucken, aber richtige Männer lässt das kalt. Wie gesagt, was ich wusste und erfahren habe, wir gucken mal weiter rein. Passte das schon, so diese Geschichte. Ja. Der war auch ehrlich, der hat gesagt, dass der voll den Stress hat, von da abgehauen ist, hier hingekommen. Genau, so, er war auch ehrlich. Ja, danke schön. Ja, ne, aber wenn du mich so einer Story bezichtigst, dann brauchst du auch nicht mehr hinterher einräumen, dass ich ehrlich war. Ja, ich habe mit dir da nie drüber gesprochen. Ja, wir sind uns zu dem Zeitpunkt auch noch nie so nahe gekommen. Das kam immer erst später. Du hast mir gesagt, dass ich ein guter Typ bin, ein guter Mann bin und dass er das respektiert, dass ich da oben in Hamburg meinen Mann gestanden habe. Und so sind wir eigentlich vertraut miteinander geworden und nicht anders. Und ich habe mich bei dir nie vorgestellt oder sonst irgendwas gemacht, sondern mein Ruf eilte mir voraus und du warst froh, dass ich auch bei dir war, weil du hast durch mich überhaupt auch erstmal wieder ein bisschen Werbung bekommen, weil ich war auf jeden Fall bekannter als du damals zu dem Zeitpunkt. Und ihr wolltet Satudara in Deutschland etablieren und dafür brauchtet ihr auch Typen wie mich. Nicht umsonst bist du ja auch damals mit mir nach Köln gefahren zu Stern TV und hast dich mit mir bei Steffen Alaschka in die Live-Show gesetzt, wenn du dich erinnerst. Das können wir nachher auch nochmal einspielen. Unser TV-Auftritt war leider Gottes damals unser beider Genickbruch, weil die Politik ist damals auf uns aufmerksam geworden und haben dann natürlich auch Druck auf die Ermittlungsbehörden gemacht. So funktioniert das und deswegen haben sie uns dann auch medienträchtig kurze Zeit später verhaftet und auch aus diesem Grund
wurde auch so hart verurteilt. Du hast es richtig gemacht, du hast deinen Arsch gerettet, auf gut Deutsch gesagt, du hast mit den Behörden kooperiert, hast vollumfänglich ausgesagt. Ich habe es falsch gemacht, ich habe meinen Mund gehalten, weil ich der Hoffnung war, dass vielleicht hinter den Kulissen die Fäden gezogen werden und die Behörde, die mich ins Rennen geschickt hat, da irgendwo vielleicht auch noch die schützende Hand über mich hält. Außerdem hat mir mein Anwalt damals gesagt, dass man mich auf gar keinen Fall verurteilt wird. A, weil ich die Tat nicht begangen habe und B, weil es dafür ja auch überhaupt keine Beweise gab. Und gut, das war ein Trugschluss. Damit bin ich kräftig auf die Schnauze gefallen mit dem Irrglauben und dass mich da auch eine Behörde beschützen würde, für mich in die Bresche springt, das war auch ein Trugschluss. Hinterher ist man immer schlauer. Ich habe aus dem Ganzen gelernt, wobei ich meine persönlichen Fehler also auch nicht außer Acht lassen möchte, die ich zweifelsohne begangen habe. Aber was du da von dir gibst, Ali Osman, das ist Fremdschämen. Ist hier hingekommen ist, gedacht hat, wenn ich jetzt zu Bosporus gehe, dass ich da so Schutz habe, sind ja alles auch Türken und etc., so dass das irgendwie so, dass der da Hilfe dadurch kriegt. War ja nicht. So. War ja nicht, weil die 81er, die haben ja keinen Halt dann auch gemacht. Die haben ja jetzt dann auch jetzt sagt er, dass ich zum Gremium MC Bosporus Westchapter gewechselt bin, um da Schutz zu kriegen und habe den da nicht bekommen. Wie gesagt, Leute, ich habe fürs Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen gearbeitet unter dem Decknamen Blümlein. Ich bin kein Mitarbeiter des Landeskriminalamts, bin über eine andere Behörde an das Landeskriminalamt empfohlen worden auf eigenen Wunsch und habe mich aus diesem Grund in das Rocker-Chapter Gremium MC Türkei Bosporus West eingeschleust und später zum Satudara MC in Duisburg. Und vorher war ich noch in einem Clan unterwegs, bei der Familie El-Zain in Essen. So, und ich hoffe, das haben wir jetzt mal endgültig geklärt, bevor dieser ganze Bullshit hier weitergeht und in die nächste Runde geht. Ich werde das jetzt auch zeitnah hier abbrechen, weil alles andere geht mich sowieso nichts an und interessiert mich auch nicht. Weiter durchgezogen, die Jungs, ist ja normal. Und der hat keine Rückendeckung gekriegt, oder was? Dann wäre er ja nicht zu mir gekommen. Oder der hätte das ja schon da gekriegt, da waren ja schon einige Aktionen, wo der noch entkam und dies und das, solche Geschichten, weißt du? Und letztendlich, ich kenne den ja nicht, so, ich kannte dann auch die ganzen Geschichten nicht über den, da war halt der, der dann da stand. Ja. Der hat das dann alles erzählt, ich fand das erstmal gut, warum? Weil der da offen gesagt hat, ey, ich brauche Schutz, so, darum ging es ihm. So, er behauptet jetzt, er fand das gut, dass ich ihm gesagt habe, ich brauche Schutz, er fand das gut, dass ich so offen und ehrlich war, einfach nur eine Lüge. So, und das ist das, was ich euch auch irgendwo vermitteln will in meinen Videos über dieses Rockermilieu. Dieser ganze Müll, dieses Manipulieren von Leuten. Ja, man sieht es ja jetzt auch, da werden Leute in einem falschen Licht dargestellt. Gute Leute, gute Jungs werden von kaputten, kranken, bescheuerten Typen, komplex behafteten Typen durch die Scheiße gezogen. Sie werden missbraucht letzten Endes, um sich selber in einem dollen Licht zu präsentieren. Und ich vermute, das macht er jetzt auch, ja, durch seinen Kontakt zum Satudara MC. Es gibt auch Gerüchte, dass er versucht, in der Türkei Bandidos MC Türkei entstehen zu lassen. Vermutlich grüßt er deswegen am Ende seines Videos Leute aus der Türkei oder eine Person aus der Türkei. Ich halte mich da zurück. Diese Gerüchte gibt es. Wir werden sehen, wohin das führt. Wir schauen einfach. Aber Fakt ist, er ist ein Märchenonkel. Ich würde ihm in keinster Weise vertrauen. Ich habe damals Mitschnitte von Telefonaten hören können, wo ich ihn ganz klar nicht als Bruder bezeichne oder als loyalen Typen, der zu seinen Leuten steht, die im Club sind.
Auch das Verfahren im Nachgang, wo er angeklagt worden ist, hat gezeigt, dass er sich in erster Linie nur mal erstmal um seinen Arsch kümmert und für seine Interessen stark macht und das also dann auch auf Kosten von anderen macht. Es ist natürlich jetzt gut für ihn, dass er das auf Miami Beach schieben kann, also auf mich. Ja, es ist natürlich interessant, dass er es vorher auf Christian Jahn, die VP aus Niedersachsen, geschoben hat oder schieben konnte. Ja, es sind tatsächlich wieder die anderen schuld. Und er versucht wirklich, seinen Anteil in dieser ganzen Geschichte jetzt klein zu reden und zu sagen, ach, ich bin ja eigentlich ja, das Opfer. Und das kenne ich aus dieser ganzen Szene von vielen Leuten. Also da gibt es natürlich Männer, die ganz klar sagen, du, steh ich zu, haben wir gemacht. Das sind dann auch diese Ehrenmember, wovon der dicke Dennis Celan spricht, wo man da wieder sagen muss, oh Junge, das ist auf der einen Seite sprichst du hier permanent immer über irgendwelche MCs und misch dich hier in Sachen ein, die dich eigentlich im Prinzip gar nicht angehen. Und andersrum kriegst du den großen Persönlichkeiten im Club wieder in den Arsch, in der Hoffnung, dass die schützende Hand über dich halten. Also im Prinzip das Spielchen hat man eigentlich auch schon durchschaut, wenn man mal ein bisschen Ahnung von Menschen und Charakteren hat. Das ist ja das Gleiche, wo Dennis Celan in seinen Videos mal behauptet hat, ich hätte eine Minderjährige in ein Bordell eingeschleust, um einen Türkenmuster zu schaden. Auch so ein Bullshit. Ja. Du beziehst deine Informationen einfach nur von irgendwelchen Vollidioten von der Straße und machst dir auch überhaupt keine Gedanken darüber, wer deine Quellen sind. Es ist, ich selber weiß, dass Leute dir Informationen zukommen lassen über Instagram, über deine Accounts. Ich soll ein Fitnessstudio mal gehabt haben in Senden. Irgendwo in Ostwestfalen soll da einen auf Arnold Schwarzenegger gemacht haben und habe mir meine Karriere im Bodybuilding durch Kokain versaut. Ich weiß, dass so viel Mist erzählt wird und so viele Lügen verbreitet werden von irgendwelchen Affen. Und das ist immer wichtig. Ihr müsst euch immer klar machen, wer redet da über euch? Ja, von wem kommen die Informationen? Wer verbreitet solche Informationen? Und dieser ganze Krimskrams, diese Geschichten aus Tausend und einer Nacht, die sind normalerweise noch nicht mal dieses Video, was ich hier gerade drehe, wert. Aber meine Videos sollen ja grundsätzlich auch irgendwo informieren und euch auch im Prinzip die Augen öffnen, was da teilweise los ist. Und Ali Osman ist ein gutes Beispiel. Der war ja nun mal kein Unbekannter in der Szene und auch kein Kleiner in der Szene. Und himmelt solche Leute nicht an. Hinterfragt kritisch, guckt euch das Ganze immer ganz genau an und glaubt da bloß nicht immer jeden Quatsch, den ihr hört. So. Wir schauen und, jetzt noch mal rein. Wenigstens da ehrlich. Genau, so. Nein, das, so, das wenigstens ist er da ehrlich. Genau. Sie meinen nicht, wo ich gesagt habe, ich brauche Schutz. Dann habe ich mich hintenrum mal hellhörig gemacht. Was ist das für einer? Hamburg, St. Pauli, Bordellgröße, hin und her, den ganzen Salat, was da jetzt war. So, alles gut. Und dann hatte ich ihnen gesagt, extra deswegen. Ich sage, komm dann und dann mal wieder. Ne? Dann können wir darüber mal reden. Weil ich wollte mich ein bisschen so hellhörig machen. Dann kam der wieder, haben uns wieder halt getroffen. Und er war offen, ich war dann auch offen. Ich habe gesagt, guck mal, okay, kein Problem. So, jetzt so, reden Sie über meine... Verstehen wir nicht falsch, Hamburg hin, her, Bordellkönig, wie auch immer. Situation in Hamburg, beziehungsweise mein Stand in Hamburg, Bordellgröße, Milieugröße. Fängst da an, wie jeder so, anfängt, wo ne? er mir jetzt dann, gesagt haben will, von wegen so, du, versteh mich gesagt, nicht okay, falsch, aber auch so gesagt, Männer wie du, die fangen hier bei Satudara ganz unten an. Das Gespräch ist folgendermaßen gelaufen. Er mochte mich, wie gesagt, weil ich in Hamburg alleine gegen eine Übermacht stand. Er hatte zwar damals irgendwie gehört, von wegen, dass ich von der Polizei bin oder ein V-Mann bin oder sonst wie. Diese Infos hatte er auch bekommen.
Er hatte das Ganze aber so eingestuft, von wegen, da will man einen guten Mann kaputt reden, wie das ja im Milieu so üblich ist. Und deswegen nimmt er das nicht ernst. Er weiß, wer ein V-Mann ist bei ihm im Chapter, und das ist Christian Jahn, und das weiß er zu handeln. Das war das Gespräch. Er sagte aber zu mir, du pass auf, es wäre aber besser, wenn du wie alle anderen auch unten anfängst und dich dann hocharbeitest, weil sonst kriegst du hier bei den Brüdern einen schlechten Stand, weil die werden dann eifersüchtig, weil warum kriegt so jemand, den keiner kennt, egal ob der jetzt eine große Nummer ist in Hamburg oder nicht, sofort eine Kutte und wir müssen die Drecksarbeit machen. So, aber er sagte, ich verspreche dir, dass das für dich nicht zum Nachteil sein sollte. So, das war das Gespräch mit Ali Osman und das war das wahre Gespräch mit Ali Osman. Ich stehe zu dir. Also ich übernehme Verantwortung dann auch, aber du stellst dich hinten an. So, Ali Osman redet davon, er übernimmt für mich Verantwortung. So, er steht zu mir. Gut, das Thema hatten wir schon. Zu mir braucht keiner stehen, für mich braucht keiner Verantwortung übernehmen. Ich habe mich durch den Beitritt beim Satudarah MC im Prinzip zur Zielscheibe gemacht, weil die Hells Angels haben an mir als Privatperson überhaupt kein Interesse. Ja? Zumal man bei den Hells Angels wusste, dass ich für eine Behörde tätig bin. Und da hätte man sowieso die Finger von mir gelassen. Also ist das einfach nur Bullshit. Was jeder auch machen muss. So. Okay, okay. Und der war eigentlich so, wenn man mir jetzt konkret sagen würde, so, wer ist ja so, kann ich erstmal vordergründig nur sagen, der Mann, der den Parkplatz bewacht hat. So, wer ist Miami Johnny? Der Mann, der den Parkplatz bewacht. Gut, ich habe ihn letzten Endes als Security lange genug beschützt und begleitet und habe ihn auch davor bewahrt. Unter anderem weiß ich, da hast du dich mit einem Raster in Holland getroffen. Da waren wir in Rotterdam. Security Sergeant in Arms, du und ich. Und du bist da mit so einem Paket Gras in einem Alubeutel, der eingeschweißt war, nach Hause gefahren. Und was hast du, Vollidiot, gemacht? Du hast mit einem Messer diese spitzen Kanten versucht wegzuschneiden und hast kurz vor der Grenze in diese Verpackung reingeschnitten und das ganze Auto hat auf einmal nach Gras gerochen. Und da muss ich dir sagen, sowas Hohles habe ich in meinem Leben wirklich nur beim Satudarah MC in Duisburg gesehen. Wirklich, du bist teilweise wirklich eine Fremdschämen. Ich sage wirklich nur Fremdschämen. Du hast Sachen gestartet, die gehörten sich auch für einen Präsi nicht. Ja, das hätte ich von einem Supporter erwartet oder sonstiges. Ich meine, da hast du ja auch genug in deinem Chip davon gehabt, von diesen ganzen Fluffpfeifen. Ja, die auf einer Tankstelle im Auto sitzen mit 5 Mann und Sturmhauben ausprobieren. Ja, oh, gib mir mal deine. Deine ist, sitzt viel besser als meine. Oh, bei meiner ist ja ein Fleck drauf. Meine kratzt. Und die Kassiererin, die steht hinter der Kasse und beobachtet das und ist kurz davor, 110 anzurufen, weil die glaubt, dass die Tankstelle überfallen werden soll. So, und wirklich so hohl kann man gar nicht sein. Ich habe da Dinge erlebt, das habe ich in meinen Videos schon berichtet, die waren einfach nur unterirdisch. Und genauso ist dieses Interview. Dieses Interview, wir schauen trotzdem noch mal rein. Kommen dann aber wirklich Job, zum das Schluss. Hat er gemacht, da wollte ich den sehen. Da war der auch immer. Okay. Warum? Weil wegen die Geschichte. Hamburg, Bordellkönig und etc. Da sollen auch die anderen sehen, sodass auch so einer hier nichts zu sagen hat und sich hinstellt. Weil bei Satudarah, da kannst du sein, wer du willst. Da kannst du der Papst sein. So. Du stellst dich hinten an und fertig. So. Okay. So, das hat keinen Einfluss, meine ich. So. Und so hat er dann halt angefangen. Ne? Und mich haben nämlich Leute auch gefragt gehabt, ja, wie konnte der den Typen denn überhaupt reinlassen? Der war doch schon bei bossbewussten V-Mann. So, wie konnte er den Typen, also mich, überhaupt in den Club lassen? Der war ja beim Gremium schon V-Mann. Ja, so, klar. Ihr müsst ja immer die Leute kaputt reden. Ja, das ist, wenn man nicht bei euch mitmacht, sondern
woanders hingeht, dann müsst ihr denjenigen kaputt reden. Ja, das war genauso damals beim Gremium. Die Bosse vom Gremium haben damals beim Satudara AMC behauptet, ja, ist uns doch egal, wenn da 60, 70, 80 Mann wechseln. Ihr kriegt ja nur den Schrott von uns. Ja, also das ist in dieser Szene ganz normal, ja, dass man dann kein gutes Haar mehr aneinander lässt, wenn man kein Bruder mehr ist. Ja, das ist nun mal so. Und wie gesagt, wir wollen da vielleicht nochmal irgendwann mal drauf zurückgreifen auf das Ganze. Wir machen an der Stelle jetzt Schluss, weil das wird jetzt echt, es war schon peinlich, es wird weiter peinlich. Vielleicht zum Schluss noch, er behauptet dann in dem Interview, der Stelle, wo es um mich geht, von wegen, ja, Miami Gianni ist ja mehr so der Typ, wo nichts dahinter ist. Fakt ist, ich bin der Einzige, der da seinem Mann gestanden hat bei euch. Ihr habt Aktionen gemacht, die waren unterirdisch und peinlich. Und da muss ein erwachsener Mann wie ich, zumal mit dem Hintergrund, den ich ja auch hatte, eure Scheiße nicht mitmachen. Ja, und wenn ihr meint, ihr müsst mit Axtstielen aus dem Baumarkt irgendwelche Hells Angels Cafés überfallen oder mit Gaspistolen in Bäckereien rennen oder eure Motorräder mit Wandfarbe von zu Hause aus bemalen oder euch ein 1% MC oder 1%er Zeichen irgendwo am Hals tätowieren und macht das, aber lasst so gestandene Männer wie mich bitte in Ruhe. Das ist wirklich jetzt die Bitte an euch. Lasst es einfach. Ja? Kehrt vor eure eigene Tür, guckt jeden Morgen in den Spiegel und redet nicht über Menschen, die ihr weder kennt, noch denen ihr auch nur in geringster Weise das Wasser reichen könnt. Ja? Nehmt das bitte mit auf den Weg. Wir steigen jetzt aus. Demnächst melden wir uns wieder mit einem wunderbaren Video. An dieser Stelle ist jetzt erstmal Schluss. Lasst das Ganze sacken, wenn ihr mögt. Und wenn nicht, ist mir das auch egal. Liebe Grüße an euch. Ich bin raus. Auf ganz bald. Euer Jan Sander, Miami Gianni, alias Blümlein. Das war mein Deckname.